Bürgermeister Björn Möller des Frankenau, konstituierende Sitzung der neuen Stadtgremien, Stadtverordnetenversammlung. Vorher war es ein bisschen einfacher, ein SPD-Bürgermeister, auch in der Urwahl mit einer breiten SPD-Mehrheit. Immer einstimmige Beschlüsse zwar, aber jetzt werden wohl noch die ein oder andere Diskussion kommen, denn die Mehrheit ist ja weg, auch im Magistrat. Ja, das ist so, von, wenn man das so betrachtet, aber hier in Frankenau hatten wir bisher eigentlich eine sehr sachliche Auseinandersetzung auf allen Ebenen und die Beschlüsse waren, wie du das eben schon gesagt hast, überwiegend einstimmig. Somit sehe ich dem sehr gelassen entgegen, weil wir ändern nichts an der Vorgehensweise. Wir werden das weiter sehr sachlich vorbereiten, so wenn auch Informationen fehlen, werden die nachgeholt. Und es muss ja immer von allen das Ziel sein, gute Entscheidungen im Sinne aller zu treffen. Von daher sehe ich den neu gewählten Kolleginnen und Kollegen auch sehr froh entgegen. Es sind viele junge Gesichter dabei und ich denke, junge Gesichter werden auch mal die ein oder andere neue Sichtweise mit sich bringen. Nun ist es ja in der Kommunalpolitik immer so, der Wahlkampf ist die eine Geschichte, da hat man große, weite Ziele. Die Realität heißt ja, eine Kommune muss sich nach der Decke strecken. Letztendlich ist es die Exekutive, das heißt, Bund und Land bestimmen ganz viele Sachen und bezahlen auch viele Sachen. Werden manche der wirklich noch sehr jungen und unerfahrenen Politiker irgendwann von der Realität hier eingeholt? Ach, das mag ich nicht beurteilen zu können. Ich glaube, es ist allen sehr bewusst, dass die finanzielle Kraft der Stadt Frankenau sehr begrenzt ist und somit die Mittel in einem geringen Maße zur Verfügung stehen. Und deshalb, glaube ich, werden das alle auch so verfolgen, dass man mit dem wenigen Geld gut auskommt. Und die Zeit der Schulden sollte wirklich an der Stelle auch weiter passé bleiben. Wir haben es geschafft, von 10 Millionen unter 4 Millionen zu rutschen und es sollte dieser Weg gemeinsam weiter bestritten werden. Das heißt, der Bürgermeister blickt ganz optimistisch in die Zukunft. Es steht ja die Wahl an des Bürgermeisters in diesem Jahr, da reden wir auch noch mal drüber. Aber bis dahin ganz optimistisch in die Zukunft. Ja, weil ich die Gesichter, die ich hier heute auch, die neuen Parlamentarierinnen und Parlamentarier, aber auch die neuen Mitglieder im Magistrat, viele kennt man ja auch aus anderen Bereichen, aus anderen Vereinen und Ähnlichem. Und das sind sehr konstruktive Menschen. Von daher sehe ich da an der Stelle wirklich auch positiv, wie du es gesagt hast, in die Zukunft. Okay, vielen Dank. Gerne. Ja, Holger Heck, Vorsitzender der SPD-Fraktion, jahrelang Stadtverordnetenvorsteher. Die Kommunalwahl ist nicht optimal gelaufen. Das war schon ein erdrutschartiger Verlust. Muss man das jetzt mal genauer analysieren, woran es gelegen hat? Wir haben das schon genauer analysiert und ich habe ja auch in meinen ersten Stellungnahmen gleich gesagt, dass uns das natürlich mit der grünen Liste Frankenau, da haben wir sehr viele Prozentpunkte verloren und ich denke, das ist auch der Hauptgrund, dass wir ja so viel verloren haben. Natürlich werden wir auch weiter analysieren. Wir werden in den Projekten reingucken, was da vielleicht schief gelaufen ist. Jetzt sind wir in der Opposition, jetzt sind wir ja, im Parlament leider nur noch mit 5 Sitzen. Und wir werden jetzt gute Oppositionsarbeit leisten. Es geht hier um Frankenau und seine Stadt. Üblicherweise setzen sich Parteien nach einer Wahl zusammen und reden über Koalition. Das Angebot lag vor, ist aber nicht wahrgenommen worden. Nein, ich habe ja gleich, ich glaube, nachdem das Wahlergebnis feststand, Montag, den Dienstag, habe ich ja alle Fraktionen angerufen, die Spitzenkandidaten, habe zu den Ergebnissen gratuliert, habe mit den Fraktionsvorsitzenden gesprochen. Dann haben wir ja ein Angebot gemacht, dass wir uns zusammen alle vier Fraktionen, die im Stadtparlament vertreten sind, zusammen an den Tisch setzen und über das Vorgehen sprechen wollten. Und da ist uns ja von der Zählgemeinschaft aus Freien, oder da ist es ja von den Freien Bürgern und der Grünen Liste gleich gesagt worden, dass sie eine Zählgemeinschaft haben. Da waren die Frösche schon gefangen, bevor überhaupt so würde ich das sagen, ja.
da war eigentlich schon alles entschieden. Das heißt, jetzt für die SPD nicht um alte Liebe trauern, vor auf neue Triebe lauern, das heißt, gute Oppositionsarbeit zu machen, sich weiter für die Kommune einzusetzen? Das ist ganz klar, das habe ich ja eben auch schon mal gesagt. Wir werden gute Oppositionsarbeit machen und wir werden uns natürlich voll für die Kommune, voll für Frankenau und seine Stadtteile einsetzen. Wie geht das um Frankenau? Okay, vielen Dank. Sehr gerne. Ja, Horst Werner Bremmer von den Freien Bürger Frankenau. Erstmal herzlichen Glückwunsch einmal zur Wahl des Stadtverordnetenvorstehers und dann natürlich zu dem tollen Wahlerfolg der Freien Bürger, die ja doch erheblich hier zugelegt haben. Ja, vielen Dank. Erheblich will ich jetzt nicht unbedingt sagen. Dadurch, dass die neue grüne Liste angetreten ist, galt es für uns, die Sitze zu halten, dass wir noch einen dazugewinnen konnten und wir mit der SPD gleichgezogen sind. Macht uns ein bisschen stolz und von daher war es für uns ein gutes Ergebnis. Ja, gerade SPD angesprochen, die SPD kritisierte, es gab nach der Wahl, sobald die ersten Ergebnisse vorlagen, direkt Gesprächsangebote, die wurden seitens der Freien Bürger nicht angenommen. Man hatte da schon wohl mit der Grünen Liste Kontakt aufgenommen. Also ein Gesprächsangebot der SPD an die Freien Bürger gab es nicht. Es gab Gespräche zwischen der Grünen Liste Frankenau und den Freien Bürgern. Die Gespräche haben dazu geführt, dass wir uns darauf geeinigt haben, eine Zählgemeinschaft zu bilden und mit dieser Zählgemeinschaft die Positionen zu besetzen. Eine Zählgemeinschaft ist keine Koalitionsvereinbarung, denn sowohl Freie Bürger als auch Grüne Liste sind der Meinung, dass wir mit offenen Mehrheiten themenbezogene Politik in Frankenau machen müssen. Die Mehrheiten sollen sich an dem Thema orientieren und an den Lösungsvorschlägen. Und Lösungsvorschläge, die eingebracht werden und gut sind, sollten von allen unterstützt werden. Jetzt sind Sie ja schon lange in der Kommunalpolitik tätig und einer der Erfahrenen hier. Die Bürger haben sich ja deutlich verjüngt in manchen Bereichen und sind weiblicher geworden. Die Politik mitzubestimmen ist die eine Geschichte, die andere Geschichte ist, das Ganze immer in der Kommune zu finanzieren. Das ja. Ist immer schwierig. Wir reden ja auch über Projekte wie Ärztehaus, wir reden über Baumaßnahmen von Supermärkten, Infrastruktur und so weiter. Da gibt es viele Wünsche, aber der Sack ist nicht so prall gefüllt. Nein, die Stadt Frankenau ist nicht auf finanziellen Rosen gebettet. Daher ist es wohl überlegt, welche Investitionen können wir leisten, welche Investitionen machen Sinn und welche Investitionen sind nice to have, aber nicht finanzierbar. Jetzt ist natürlich, vorher waren die Freien Bürger in der Opposition, konnten also immer richtig argumentieren. Jetzt sind Sie ja quasi die Mehrheit. Und also wir sind jetzt nicht die Mehrheit, wir haben gleich viele Mandate wie die SPD und wir werden sachbezogen entscheiden. Und wenn die Sache vernünftig ist, werden wir auch Vorschlägen von der SPD und der CDU offen gegenüberstehen und diese auch entsprechend unterstützen. In der vorhergehenden Legislaturperiode war trotz aller Diskussionen immer zum Schluss eine gewisse Einmütigkeit bei den Beschlüssen in der Stadtverordnetenversammlung, also ein guter Ton, ein guter Umgang. Das wird sicherlich so weitergeführt. Diesen Ton wollen wir auch weiter pflegen, auch wenn die SPD verlautbaren lässt, dass wir die Gemeinschaft verlassen wollen. Wir, die Gemeinschaft der Kommunalpolitik von Frankenau, wir gehören alle dazu und wir müssen für unsere Stadt das Beste erreichen. Ja, Horst-Werner Bremmer, vielen Dank, viel Glück für die nächsten 5 Jahre. Wir werden uns sicherlich noch bei der einen oder anderen Gelegenheit zu einem kleinen Interview treffen. Das würde mich freuen. Dann können wir auch immer entsprechend eine Zwischenstandsmeldung geben über das Erreichte, denn wir haben Sachen versprochen, die wir halten wollen. Wir sind in der Pflicht von den Wählern und Wählerinnen. Vielen Dank. Vielen Dank.